Entering Deep Down Below. Aha. Hm, Musik ist schön gechillt. Oh, wieder sehr, sehr viele Gegner. Oha. Mann, was ist da los? Nein, verdammt, ich wollte das eine nicht aufnehmen. Ich weiß aber nicht warum, aus irgendeinem Grund. Vielleicht ist da einfach nur ein Déjà-vu und irgendeine Map war ähnlich, aber die kommen mir so bekannt vor. Die kommen mir so ultra bekannt vor, die Map. Ich weiß nicht mal, woher das dieses Gefühl kommt. Auch der Name, ich weiß echt nicht, ey. Boah. Mir kommt das irgendwie gerade alles bekannt vor. Ich weiß aber nicht, warum. Habe ich die versehentlich mal schon mal gespielt, aber nee. Aber das hier auch, das... Was ist da los? Was ist da los? Haben sich gerade verschiedene Stellen aus Levels in mein Gehirn so eingebrannt, dass die mir jetzt alle bekannt vorkommen. Vielleicht ist halt echt nur so ein Déjà-vu und ich drehe hier gerade ein bisschen am Rad, aber das... Das kommt mir gerade so bekannt vor alles. Ich weiß nicht warum, aber es kommt mir auch so vor, wie als wäre es eine Weile her dann. Habe ich die vielleicht versehentlich schon mal irgendwann gespielt aus irgendeinem Grund? Aber das ist jetzt nicht so, dass Requiem nur eine Compilation aus irgendwelchen Maps war. Und das dann... Aber auch die Stelle, die kommt mir alles bekannt vor. Boah, das muss ich nachher nachgucken. Sonst lässt mir das keine Ruhe. Ich weiß nicht warum, vielleicht ist doch nur... Vielleicht ist echt nur eine Map, wo... Oder Stellen, wo echt ähnlich aussahen, aber... Vielleicht ist auch alles nur falsch, aber das kommt mir bekannt vor irgendwie. Nicht, dass ich die Map echt schon mal versehentlich gespielt habe irgendwo. Oder vielleicht wurde die auch mal remaked. Das kann auch sein, wer weiß. Wie damals, wie hieß Go To It aus Plutonia. Die wurde ja, in der Doom 3 Last Man Standing Mod neu gemacht. Vielleicht ist das ja auch irgendwo mal remaked worden, wer weiß. Mir kommt es hier gerade einfach nur deshalb bekannt vor. Okay, irgendwas. Hä? Oh, wir haben ja jetzt die blaue. Aua. Naja. Ob die mir jetzt bekannt vorkommen soll oder nicht, ist eigentlich echt Wurst. Fakt ist, die Gegner sind deshalb trotzdem nicht weniger da. Müssen deshalb nicht trotzdem weniger sterben. Ja. So. Okay, dann. Oha. So, jetzt mal sehen. Aber es läuft gut, muss man sagen, hier gerade. Haben eigentlich... Ich sollte solche Dinge offensichtlich nicht aussprechen, aber ja, wir hatten eigentlich relativ wenig Probleme. Okay, das ist jetzt eigentlich auch kein Problem, aber natürlich sagt man, es läuft gut gerade und schon ist irgendwie entweder ein Feuerball oder eine Schrotflintenladung oder was weiß ich
in meinem Gesicht oder in meinem Rücken oder sonst irgendwo, wo es mir Schmerzen bereitet. Aber, naja. Wir haben hier 5 Secrets. Und jetzt haben wir es erst gefunden, okay. Das war natürlich ein schöner Zufall. Na okay, Zufall. Ich habe eigentlich, dadurch, dass ich das sagen wollte, oder halt, dass ich auch nachgucken wollte, wie viele Secrets es hat, bin ich überhaupt erst auf die Idee gekommen, jetzt sollten wir eigentlich auch mal, ne, auf ein paar Wände drücken, ob die vielleicht nicht eventuell doch Secrets beinhalten und so weiter und so fort. Ich komme gerade echt nicht darauf klar, dass mir diese Stelle vor allem so bekannt vorkommt. Und ich weiß nicht warum. Jetzt ist nur die Frage, muss ich hier eventuell sogar noch was tun? Scheint jedenfalls noch, nicht so zu sein. Warte, ich glaub. Komm schon, jetzt muss ich nur noch die Kräfte einsetzen, dass mir die Map so bekannt vorkommt und einfach wissen, wie es weitergeht. Ich glaube aber nicht, dass das funktioniert so. Also da brauchen wir auf jeden Fall dann die Karten noch. Das heißt, ich guck nochmal hier. Wir müssen hier noch irgendwas gemacht haben, oder? Kann ja nicht sein, dass da noch... Okay, wir haben das aktiviert. Dann gingen die Dinger hier auf. Hier ist nichts mehr. Dann geht's wieder hier hin. Warte mal, warte mal, warte mal. Mir kommt das gerade so bekannt vor und wie als wäre ich damals an derselben Stelle festgehangen. Das kann nicht wahr sein, das kann kein Zufall sein. Mir kommt das so unglaublich bekannt vor. Das spielt mit meinem Verstand. Das ist nicht mehr normal. Das kann nicht sein. Hier muss doch irgendwas auch noch jetzt sein. Lass mich jetzt bitte weiterkommen und aus diesem Level gehen, damit ich endlich nachschauen kann, woran es liegt. Es kann aber nicht sein. Hier muss doch irgendwas geben, dass man weiterkommt. Oder ist hier noch was? Nee. Das kann echt nicht sein. Hier haben wir auch schon alles aktiviert, oder? Ich weiß nicht, ich will hier eigentlich nicht jetzt ewig lange herumirren. Wisst ihr was? Ich brech ab, such, wie es weitergeht, aber in der Zwischenzeit gucke ich schnell nach, ob ich die Map vielleicht nicht tatsächlich schon kennen sollte, aus irgendeinem Grund. Ernsthaft. Ernsthaft. Das war nicht nur Einbildung. Die war in Troopers Playground mit dabei, die Map. Die glitzegleiche Map. Ich komme darauf nicht klar. Wir befinden uns aber schon noch in Requiem, oder? Nein, logisch befinden wir uns da. Sonst hätte vorhin der Speicherstand ja gar nicht funktioniert. Jedenfalls habe ich jetzt in meinem eigenen Part nachgesehen. Oh, lol, aber da waren damals Pinkies. Oh, fuck, jetzt. Mann, ich... Fuck, das... Jedenfalls waren damals Pinkies an der Stelle. Gott, das ist doch nicht mehr normal. Das ist das eiskalt, eine Map, wo einfach nochmal verwendet wurde. Ich werde... echt noch zum Schaf, ey. Alter. Aber, ich sag's ja, an der genau gleichen Stelle bin ich nicht weitergekommen. An der genau gleichen Stelle, aber, ja.
Mann, ey. Das ist doch... Oh. Übel. Oh Mann. Okay, jetzt mal gucken, jetzt geht's hier weiter. Ihr könnt so viel rumkrakehlen, wie ihr wollt. So, die noch weg. Jetzt hole ich mir da noch die Karte und dann... Verdammt, ich dachte, dass das nichts wird mit... Oh, dass der den jetzt überlebt, war aber schon ein bisschen unglücklich. Mann, ich will eigentlich nur schnell die Karte holen und dann da hinten noch runter ins Gift, wo ich vorhin reingerannt bin. Oh Mann, jetzt ist da noch so ein Spasti. Nein! Ist es zugegangen? Ja! Wie gemein! Naja, kann ich mich an solche Details da nicht mehr so ganz erinnern. Jedenfalls möchte ich dann noch da runtergehen. Und gucken, was da noch so ist. Leben ist da zum Teil auch noch gewesen, was ganz okay ist. Ja, ja, ich weiß schon, ihr wollt mir ins Leder und so. Kann ich heute aber nicht einrichten. Na? Oh. Double Baron Kill. Oh Gottes Willen. Nein. Uah. Ach so. Ich dachte irgendwie gerade, die Treppen würde hier, oder das Ganze hier würde zu einer Treppe, aber nicht nur da. Ja, aber es war jetzt ja nur hier an der Ecke. Naja. Na, aber es ist schon krass, die gleiche Map halt. Jetzt mal schnell gucken. Beeilen, beeilen, beeilen. Aua, aua. Na, come on. Stirb doch einfach. Naja, letztendlich, ja, ich habe ein bisschen Muni-Glaub bekommen, aber... Egal. Jetzt können wir auf jeden Fall mal zu gelben. Ja, aber echt so kleine Änderungen. Wie gesagt, vorhin an der Einstellung, wo ein Mankobus war, ich glaube, da waren Pinkies. Ich glaube, da habe ich Pinkies vorhin gesehen. Das Problem ist, ich kann mir jetzt selber... Oh Mann, jetzt fliege ich auch noch runter, aber ich kann mir gerade selber auch nicht so richtig vertrauen. Weil... Stellt euch einfach mal vor, ich muss jetzt zum Großteil der Map mit solchen Zweifeln spielen. Das ist komisch. Mich würde jetzt noch der Grund interessieren, warum da nochmal die gleiche Map verwendet wurde. Und ob eventuell noch andere Maps kommen werden oder vielleicht sogar schon gekommen sind, nur konnte ich mich da nicht so gut dran erinnern. Vielleicht, warum auch immer, hat sich diese Map... Ja, aber ich kann mich an die Stelle auch noch erinnern. Da musste man dann... Ich weiß jetzt zwar nicht mal hundertprozentig genau, wie es da weiterging. So, jetzt habe ich mich erstmal anders hingesetzt. Aber dann musste man noch, glaube ich, von verschiedenen Stellen immer... Ja, also ich komme jetzt auf jeden Fall noch nicht zur roten, glaube ich. Genau. Dann gehen hier wieder Dinge auf. Und dann muss man hier immer hin und her laufen. Dann kommen genau hier die Dinger auf. Oh. Okay, daran kann ich mich natürlich nicht erinnern. Das sind dann also diese Details. Die bleiben dann natürlich nicht so perfekt hängen. Ich glaube, das wird es auch noch nicht. Nee, nee. Aber zusätzlich tun mir die Gegner hier gerade schon ein bisschen. Boah, mies.
Sehr schön. Jetzt müssen nur noch die da hinten sterben. Na, jetzt dich kann ich jetzt wunderbar in Schach halten. Oh, was haben wir denn hier? Okay, nichts Spezielles. Genau. Oh, fuck. Boah, war das knapp. Da gibt's nichts zum Aktivieren, ne? Achso, das geht wieder zu. Okay, krass. Jetzt mal schnell gucken, hat sie jetzt hier nochmal was gemacht? Nee. Irgendwo ist jetzt was aufgegangen, vielleicht hier nochmal. No, ich hätte den Part von mir ganz angucken sollen. Dann wäre das kein Problem gewesen. Ah, nee, hier, ah. Jetzt ist was aufgegangen. Ach, jetzt ist. Ah, jetzt ist das wieder aufgegangen. Oh, cool. Okay. Tja, hier kann immer nur einer einzeln von euch kommen und dann knall ich euch alle ab, aber ihr kommt gar nicht stattdessen. Was auch akzeptierbar ist, ich meine. Dann knall ich euch halt von weiter hinten ab. Okay, auf der Seite sind noch ein paar Gegner. Wie komme ich denn da nochmal am blödesten hin? Oder ist es hinter der roten einfach? Sehen wir ja gleich. Ach, das sind nur die Typen gewesen, okay. Na dann mache ich euch fertig. Wenn ihr wüsstet, was ich für ein Mindfuck hinter mir habt, ihr beiden Barons. So, oh Mann. Da seid ihr beiden echt kein Problem. Verglichen damit. Ich musste ja meine Klappe aufreißen. Ich konnte ja nicht einfach meine blöde Fresse halten. Ohne Scheiß. Ja, ist klar. Mann, war das Fail. Oh. So, nochmal. Aber diesmal ernsthaft, ihr beide könnt nichts. Es war nur ein Glückstreffer, was zur Hölle. Ich nehme alles zurück. Ha! War nur ein Witz. Ich nehme gar nichts zurück, ihr könnt nichts. Boah, Mann, also langsam glaube ich echt daran, dass das schlimm ist, wenn ich meine Klappe zu weit aufreiße. So. Ich renne jetzt nochmal an den Anfang des Levels, falls das geht. Falls das geht. Unter anderem deswegen. Oh, verdammt, die anderen. Dinger. Waren alle dahinter. Und es ging ja hoch. Es ging ja hoch, als dann die Treppe erschienen ist. Das ist jetzt natürlich ein Problem. Aber besser als 12 Leben ist es dann doch noch. Oh Mann. Gut, gut. Immerhin alle Kills. Schon übel irgendwo. Aber ja, mir kam schon der Name bekannt vor, aber dann dachte ich mir, Deep Down Below, das ist sowas. Das ist auch ein bisschen allgemeiner. Ich meine, Deep Down Below, so kann man so viele Levels rein theoretisch nennen. Immer wenn es laut Plot einfach irgendwo tiefer reingehen soll, dann kann man das Level rein technisch betrachtet so nennen. Da habe ich mir noch keine großen Gedanken gemacht, aber ja. Und dann das. Schon übel irgendwo, aber gut, gut. Dann würde ich mal sagen, sieht man sich im nächsten Level wieder. Das war im letzten Part, also in dem Part vor diesem hier, war das dann gelogen. Ich habe da zwar nächstes Level gesagt, aber ich hätte ja sagen sollen, sieht man sich in einem alten Level wieder, aber gut.
man sieht sich im nächsten Level wieder, was dann hoffentlich wieder auch neu ist. Bis dann. Ciao.